Es gibt noch viel zu tun. Nun etwas Politik. Deutschland, das 1990 durch Außenminister Genscher bei der UN abgemeldet und wieder als Germany und als Lizenznehmer bei der UN angemeldet wurde, sollte deshalb die Unterstützung der UN zu unserem Thema haben. Germany ist kein völkerrechtlich souveräner Staat, denn es ist noch immer in der UN-Charta als Feindstaat eingetragen und hat keine Verfassung, sondern noch immer das Grundgesetz aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das als Verwaltungsordnung für das Vereinte Wirtschaftsgebiet Deutschland durch die Alliierten geschrieben wurde. Wenn heute von der Souveränität Germanys gesprochen wird, so ist die Rede von der wirtschaftlichen Souveränität in dem vereinten Wirtschaftsgebiet der Alliierten. Meine Damen und Herren, nach meinem Verständnis gilt eine Besatzungszeit nach der Haager Landkriegsordnung zwischen 50 und 60 Jahre. Heute sind wir im Jahr 74 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und ohne Friedensvertrag. Im Handelsrecht, also auch in dem vereinten Wirtschaftsgebiet Germany, wird der Mensch als Sache behandelt und nicht als beseeltes göttliches Wesen. Eine Sache, ein Kollateral, hat keinerlei Grundrechte. Vielleicht wird nun deutlich, warum Menschen wie Sachen behandelt werden und auch die Gerichte in Sachen XYZ verhandeln und nicht den Menschen selbst ansprechen.